Haselnuss, Haselnuss, Haselnuss. Oh, wie geht's dir? Bist du bereit? Mia, bist du da? Zwei Esslöffel Trüffelpulver oder waren es 12? Finny, waren es 2 oder 12? Du musst es mir sagen. Ich weiß gar nichts mehr. Mir ist ganz schlecht. Beruhig dich, Mia. Atme erst nur kurz durch. Okay. Okay. Geht's wieder? Ich glaube ja. Wie viele Löffel Trüffelpulver kommen in den Eintopf? Gar keiner. Es kommt gar kein Trüffel in den Eintopf. Sehr gut. Du kriegst das hin, Mia. Du hast doch bisher alles super hingekriegt. Und ich freue mich den ganzen Abend schon darauf, deinen Eintopf zu probieren. Ich bin mir sicher, dass du gewinnen wirst. Meinst du wirklich? Caro, das wird super. Und wenn ich dir helfen kann, sage ich sofort Bescheid. Bin hier und schaue dir zu, wie du alle anderen von der Bühne kochst. Ja, das wird klappen. Danke dir. Mir geht's schon etwas besser. Vielleicht trinke ich vorher noch einen Schluck. Alles, was hilft. Kannst losgehen? Uff. Ja, ich bin soweit. Ich drücke dir die Daumen, ja. Danke. Meine lieben Leute, dürfte ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Ein frohes Winterschlaffest euch allen miteinander. Heute ist ein besonderer Tag für mich. Ich darf heute offiziell das Winterschlaffest eröffnen. Zum 8. Mal in Folge. Ich denke vielleicht, das sei für mich inzwischen ein Kinderspiel, aber ich bin immer noch nervös. Nervös vor Freude, euch zu sehen und mit euch zu feiern. Es ist mein Höhepunkt jedes Jahr. Ich sehe eure Gesichter und erinnere mich an all die schönen Jahre in dieser Stadt. Ich habe viele von euch aufwachsen sehen. Manche sind dazugekommen, manche sind gegangen. Und ich bin auch noch hier. Darüber bin ich sehr dankbar. Ich will gar nicht zu viel rumschwafeln. Wir sind schließlich alle zum Feiern hier, nicht wahr? Aber eine Sache noch. Wenn ihr heute eure leckeren Getränke genießt, euch eine zünftige Schale heißen Eintopf genehmigt oder mit eurem Liebsten tratscht und klatscht, nehmt euch einen Augenblick und denkt an die, die heute nicht hier sein können. An die, die im letzten Jahr von uns gegangen sind, aber auch an die, die gerade arbeiten oder einfach an einem anderen Ort sind. Denkt an sie. Erzählt ihnen, wie viel Spaß ihr heute hattet, wenn ihr sie wieder seht. Macht sie richtig blass vor Neid. Hehe. Das wäre dann schon alles. Mir, Adele von Winterstein, stellen sich vor Freude die Nackenhaare auf. Denn ich erkläre das diesjährige Winterschlaffest für eröffnet. Tada! Prost auf euch! Prost, du alte Schachtel! Prost auf uns und bitte Wassermarsch! Juhu! So wie jedes Jahr. Wird heißes Wasser durch die Rohre des Stadtbrunnens geleitet, um uns zu wärmen und als Grundlage für die Eintöpfe. Viel Glück an alle Teilnehmenden und guten Appetit an alle Probierenden. Auf uns! Guck dir mal unsere Mia an. Los, Mia, heiz den Heidrich mal ordentlich ein. Und dem Sergei sowieso. Seitdem der diese gebratenen Maiskolben von der Karte genommen hat, ist er bei mir unten durch. Mach sie fertig. Wuhu.
Gute Nachrichten, die Haselnusskerne tropfen gerade ab. Spätestens nach dem Wettbewerb sind sie frisch und fertig. Uff, der Nougat-Punsch riecht so gut. Ich glaube, ich genehmige mir eine Tasse. Ich nehme einmal alles, bitte. Vielleicht auch zwei. Schau dir mal Adele an, wie sie loszappelt. Ich hoffe, ich bin später auch mal so. Verrat's nicht, aber ich hatte gerade bei ihrer Rede ein Tränchen im Auge. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine tolle Zeit. Schade, dass du nicht bis zum Ende bleiben kannst, aber genieß es trotzdem. Man sieht sich, finde ich, Schmini. Sie schwingt die Hüfte. Wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Durst. Ach, schau mal an. Hast du heute frei? Leider nein, Nachtschicht. Okay, trotzdem cool, dass du noch vorbeischaust. Ich hoffe, ich spüre die Entscheidung morgen nicht in die Knochen. Ich komme kommt darauf an, was du dir heute noch so vornimmst. Hab ich dich nicht schon mal gesehen? Du arbeitest auch im St. Ursula, oder? Ja, tatsächlich in der dritten Erinnerung. In der Inneren auf der dritten. Und Nisa, Chirurgin auf der zweiten. Freut mich, kein Dienst heute? Doch, aber erst heute Nacht. Wie läuft's? Das habe ich doch gerade gesagt. Wie läuft's denn bei euch? Ach, alles wie immer. Der olle Lindenwurz flext den ganzen Tag rum, aber rührt keinen Finger. Benny und Rini schmeißen den ganzen Laden. Wie seid ihr denn heute besetzt? Ich glaube, Dr. Lindenwurz und Benjamin sind da. Vielleicht hast du ja später mal Zeit vorbeizuschauen. Grüße Benny auf jeden Fall von mir. Wir gönnen mir erst mal einen großen Becher Nougat-Punsch. Tut echt gut, mal einen Abend durchzuatmen. Genieß noch den Abend und frohes Winterschlaffest. Dir auch, komm gut ins Usedal später. Einfach alles so wie immer machen. Rationieren, wiegen, nicht zu viel abschmecken. Du machst das super, Mia. Darf ich mal probieren? Finny! Was ist los? Finny! Ja! Der Spitzwegerich. Was soll das sein? Eine Spezialzutat. Die eine Zutat, die meinen Tomatentopf zu etwas Besonderem macht. Und ich habe vergessen, sie zu besorgen. Sie fehlt, Finny. Was mache ich denn jetzt? Ich kann hier nicht weg als Brot schon. Und die Zeit rennt auch davon. Kein Problem, ich sorg dir was davon. Wo kriegt man sowas? Im Supermarkt, aber der hat schon lange geschlossen. Hast du eine andere Idee? Ja, siehst du Roman Heidrich da vorne? Ja. Sein Hautstar ist spitzwegerig. Ich weiß nicht wieso, aber ich muss christlich bitter schmecken. Das muss christlich bitter schmecken. Wie ich ihn kenne, gibt er bestimmt nichts davon ab. Frag ihn, mach einfach weiter. Noch ein paar Minuten, die Teilnehmenden, dann müsst ihr die Löffel fallen lassen. Oh nein, hast du das gehört? Keine Sorge, ich bin gleich wieder da. Wirklich? Oh danke. Herr Heidrich, darf ich Sie kurz stören? Sie wissen, ich bin immer gerne für Sie da. Aber auch ich brauche noch ein wenig für meinen Eintopf. Und Sie haben selbst gehört, es bleibt noch wenig Zeit. Ich brauche etwas von Ihrem Spitzwegerich. Was von meinen Zutaten? Ja, können Sie etwas davon opfern? Sie würden mir damit einen riesigen Gefallen tun. Nein, tut mir leid, ausgeschlossen. Ich finde Sie sehr sympathisch. Ich würde gerne helfen, ehrlich. Aber meine Zutaten sind exakt auf das Rezept abgestimmt. Wenn ich etwas verändere, wird es den Geschmack beeinflussen. Tut mir leid. Okay, trotzdem danke. Keine Ursache. Herr Heidrich kann nichts von seinen Zutaten abgeben. Tut mir leid. Schon in Ordnung, ich habe es ja selbst vergessen. Trotzdem danke für deine Hilfe. Mein junger Kollege. Ich habe nachgedacht.
sind sie Teil des St. Ursula Krankenhauses. So wie ich und unsere junge Kollegin da hinten. Wir müssen zusammenhalten. Darum möchte ich Ihnen etwas von meinem Spitzwegerich abgeben. Wirklich? Das ist sehr nett von Ihnen. Aber ich kann das nicht einfach so tun. Ich möchte Sie ebenfalls um einen Gefallen bitten. Okay, okay. Was brauchen Sie? Ich hätte gern eine Flasche Kümmelwein vom Weinstand. Okay, kein Problem. Ich besorge Ihnen eben die Flasche. So einfach ist das leider nicht. Der Kümmelwein ist etwas ganz Besonderes. Die Betreiberin hat nur eine einzige Flasche davon hergestellt. Oh, dann ist sie wahrscheinlich wahnsinnig teuer, oder? Keineswegs, nicht teuer. Die Weinverkäuferin will sie sogar verschenken. Ach so? Ja, es ist eine Art Preis für die Person, die als erstes den geheimen Satz zu ihr sagt. Den geheimen Satz? Ganz genau. Es ist eine Art Passwort. Lösung eines Rätsels. Haben Sie eine Ahnung, worum es geht? Nein, aber sprechen Sie mal mit der Person am Weinstand. Dann werden Sie sicher Antworten finden. Okay, ich besorge Ihnen die Flasche. Hervorragend. Auch wenn ich es ja nett gefunden hätte, wenn Sie uns einfach so geholfen hätten. Seht jetzt schnell, es ist nicht mehr viel Zeit. Da bist du ja. Ich habe schon meine Stimme geölt, um Chloe anzuhören. Willst du meine Kostprobe? Ja, vielleicht. Okay, Achtung. Los, Chloe, los! Alle anderen sind nur Klos. Ich muss vielleicht noch an der Grammatik arbeiten. Ich drücke einfach allen Teilnehmern die Daumen. Dann auch für Chloe. Sehr gut. Ich verkaufe heute eigentlich Waren. Aus unserem Laden. Kugelschreibe, Grußkarten, Geschenkpapier. Ehrlich gesagt bin ich überhaupt nicht bei der Sache. Ich kann nur daran denken, wie Chloe heute wieder die Trophäe gewinnt. Also ich brauche mal Wein, wo es dabei entstand. Weinstand. Ich würde gerne die Flasche Kümmelwein gewinnen. Oh, wirklich? Dann sage mir. Die roten Bäume haben den Wald verlassen. Rote Bäume? Oh, du weißt die Antwort nicht? Scheinbar nicht, nein. Okay, okay. Einige Leute hier machen ebenfalls beim Spiel mit. Kann dir jemand die Antwort geben? Wie finde ich heraus, wer die Antwort weiß? Das ist Teil des Rätsels. Ich gebe dir einen Startpunkt mit. Merke dir diesen gut. Die blauen Muscheln glänzen hübsch in der Morgensonne. Das war's. Die blauen Muscheln in der Morgensonne. Schau dich um, sprich mit den Leuten. Viel Glück. Danke. Oha, blaue Muschel in der Morgensonne. Blaue Muscheln glänzen hübsch in der Morgensonne. Was redest du da, Finny? Blaue Muschel. Wir haben nicht viel Zeit. Du hast eine blaue Hose. Ralf, jetzt reißt dich mal zusammen. Großunterschlaf fest, Schlapperbacke. Aber was soll es? Großunterschlaf fest. Wir auch. Blaue Muschel, Morgensonne. Du bist blau. Oh, hallo. Blaue Muscheln glänzen in der Morgensonne. Ah, ich kenne die Antwort darauf. Lautet: Sie verstecken sich, wenn die gelbe Sonne zu heiß brennt. Aber keine Ahnung, was das bedeuten soll. Gelbe Sonne heiß brennt. Viel Glück. Die grüne Lokomotive. Ah, die gelbe Sonne. Sie verstecken sich, wenn die gelbe Sonne zu heiß brennt. Ich kenne die Antwort. Der grüne Zug kommt gleich. Danke. Wenn man grünen Zug. Der grüne Zug kommt gleich. Oh, das kommt mir bekannt vor. Er fährt voraus an das violette Meer. Danke dir. Gerne, viel Glück. Violette Meer. Violettes Meer, das ist ein pinker Baum. Ja, violettes Meer. Er fährt voraus ans violette Meer. Er wird darauf lautet.
Die roten Bäume haben den Wald verlassen. Ich hoffe, das hilft sie weiter. Das tut's. Vielen Dank, Susi. Da bist du ja wieder. Und hast du die Antwort? Moment mal. Wir spielen auch mit? Ja klar, ist doch nicht verboten. Also wissen, ich, ja. Die roten Bäume haben den Wald verlassen. Sie wachsen jetzt am goldenen Strand. Unglaublich. Das war richtig dumm geworden. Und das in so kurzer Zeit. Das hätten wir schneller schaffen können. Ja, hurra. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist dein Preis. Eine Flasche Kümmelwein. Nächstes Mal vielleicht das Rätsel ein bisschen mehr durchdenken. Vielen Dank. Ich muss schnell weiter. Schönen Abend noch. Dir auch, mein Freund. Lass die Flasche nicht fallen. Ja, gut. Es war ein bisschen schlecht durchdacht, das Rätsel, aber gut. Herr Heidrich, ich habe den Wein. Sehr gut, mein Lieber. Auf die Belegschaft des St. Ursula Krankenhauses kann man sich eben verlassen. Komme ich jetzt den Spitzwegerich? Aber sicher, Sie haben Ihren Teil erfüllt. So möchte ich es auch tun. Wie ist Ihr Preis? Ein Bündel bester Spitzwegerich. Danke, ich muss mich beeilen. Hier dein Spitzwegerich. Ich habe die Zutat. Was? Wirklich? Das ist toll. Du bist der beste Hilfskoch der Welt. Wir reden später, die Zeit läuft ab. Du hast recht, ich muss mich beeilen. So, mein Lieben, die Zeit ist um. Es waren noch 3 Minuten. Das Kochen ist somit offiziell beendet. Legt die Kochlöffel beiseite und bereitet euch auf die Verkostung vor. Haut rein, Leute. Ich als offizielle Ansagerin darf als erstes probieren. Das war fantastisch. Ich hoffe, euch hat es allen so geschmeckt wie mir. Ich glaube, ich muss nie wieder etwas essen. Bevor wir jedoch zur Preisverleihung kommen, möchte ich noch etwas loswerden. Hier in Porcupine wohnen viele unterschiedliche Leute. Manche erst seit kurzem, andere schon seit ihr ganzes Leben. Und das ist gut und richtig so. Seid nett zueinander, seid dankbar. Hab Verständnis. Dann bleibt Porcupine ein so wunderschöner Ort, wie er ist. Vielleicht sind es nur die melancholischen Gedanken einer viel zu alten Frau. Oder vielleicht habe ich schon ein oder zwei Nougat-Punsche zu Mythos. Aber ich liebe euch alle. So, bevor das Fresskoma einsetzt, kommen wir zur Preisverleihung. Um eure Erinnerung aufzufrischen, hier alle Teilnehmenden mit ihren Kreationen. Chloe hat uns heute auf eine wilde Reise durch die Welt der Steinpilze geschickt. Roman präsentierte euch heute einen scharfen Spitzwegerich-Wegtopf. Isaac zauberte für unsere Lesefans eine handgemachte Buchstabensuppe. Wirklich eine wunderbare Handschrift. Unsere liebe Mia hat heute zum ersten Mal teilgenommen und hat hoffentlich mit ihrem Tomateneintopf überzeugt. Unseren letzten Kandidaten sieht man normalerweise nur mit, wenn man krank ist. Denn es ist Sergei, Chefkoch der Cafeteria des St. Ursula. Sein Beitrag dieses Jahr war ein feurig scharfer Pfeffertopf. So, das waren alle. Haltet eure Löffel fest, jetzt wird's ernst. Denn der diesjährigen Porcupine-Eintopf-Wettbewerb hat gewonnen. Mia mit ihrem fruchtig-würzigen Tomateneintopf. Wirklich? Herzlichen Glückwunsch. Ja! Herzlichen Glückwunsch. Der Eintopf war klasse. Und auch allen anderen herzlichen Glückwunsch für eure tollen Kreationen.
Herzlichen Glückwunsch an alle, die eine Schale abbekommen haben. Ihr hattet wirklich Glück, so wundervoll einen Topf probieren zu können. Und jetzt feiern wir noch ein wenig. Du sagst das. Hihi. Mia. Hurra. Jetzt will ich aber auch noch was von dem Eintopf, was noch was übrig ist. Oje. Ist wohl nichts mehr übrig. Mia, du warst toll. Herzlichen Glückwunsch. Hihi, danke. Hat dir der Eintopf geschmeckt? Nicht nur das. Ich habe sogar noch nichts mal davon probiert. Was? Wieso? Weil der Topf direkt komplett leer war. Ich hatte keine Chance. Oh, das tut mir leid. Gar nicht schlimm. Ich konnte in den Augen der Leute sehen, wie lecker er war. Lass dich feiern, ja. Du hast es dir verdient. Danke. Es ist mir ein bisschen unangenehm. Hehe. So, jetzt müssen wir noch die Haselnusskerze besuchen. Ey, wo ist denn der hin? Haselnusskerze. CG, sie haben hier ja auch einen Stand. Selbstverständlich. Ich darf der Stadt doch nicht meine Straßenwerke vorenthalten. Das erinnert mich an meine Jugendreisen. Auf so vielen Straßen, vielen Städten habe ich die Grills angeheizt. Doch lass dich nicht beirren. Das hier ist nur die Aufwärmrunde. Wenn ich die auch ich im Orchester graben, den Geschmäcker. Lass mich von Blubbern der heißen Töpfe in Trance versetzen. Heute gibt es keine lange Symphonie in mehreren Akten. Heute wird alles auf einem Abbruch gesetzt. Auf einen perfekten Ton. Und ich nenne dieses Meisterkunstwerk Sergejs berühmter Pfeffertopf. Klingt lecker. Bist gesegnet. Weißt du das? Du gehörst zu den wenigen, die heute vielleicht das Glück haben, eine Schale zu gekosten. Dieser Winterstarfest wirst du nicht vergessen. Ah ja. Puh, endlich geschafft. Ich konnte mich bei dem spannenden Wettbewerb gar nicht konzentrieren. Könnte ich wohl eine Haselnusskerze bekommen? Eine Haselnusskerze soll sein, kommt sofort. Was bekommst du denn dafür? Gar nichts. Gar nichts? Yep, jede Person kriegt hier eine Haselnusskerze. Gratis. Wenn sie eine will. Oh, das ist aber nett von dir. Bleibst du denn dann nicht auf den Kosten sitzen? Doch, aber die Herstellung der Haselnusskerze ist mein liebstes Hobby. Darum mache ich das gern. Leider dauert es deswegen immer ein wenig. Dafür riechen sie fantastisch. Viel Freude damit. Es ist sehr nett, danke. Frohes Winterschlaffest. Da meine schöne Kerze. Können wir nicht mit dir reden? Mit dir auch nicht. Eben war doch gerade noch eine Sprechblase über Karls Kopf. Tja. Sieht wohl so aus, als müssten wir langsam mal ins Krankenhaus. Nicht, weil wir zu viel gegessen haben oder zu viel gesoffen haben. Zur Schicht müssen wir. Ja, alles in Ordnung. Ja, alles supi. Ich wollte dir noch etwas geben. Ach so, hast du doch noch was von deinem Eintopf übrig? Nein, hehe. Der ist ratzeputzleer. Du hast mir so toll geholfen. Ich bin dir sehr dankbar. Du bist immer so hilfreich. Das finde ich sehr bemerkenswert. Was meinst du? Was ich sagen will, ist, dass ich ohne dich nicht geschafft hätte. Darum möchte ich dir gerne den Pokal für den ersten Platz schenken. Wirklich? Aber du hast ihn doch gewonnen. Schon, aber es war genauso dein Verdienst, wirklich. Außerdem wüsste ich gar nicht, wo ich ihn hinstellen sollte, in meiner Wohnung. Danke mir, ich fühle mich sehr geehrt. Aber wir teilen uns. Wir machen ihn zu einem Wanderpokal. Ich nehme ihn und lade dich zu irgendwas zum Essen ein. Dann zeige ich dir mal meine Kochkünste. Dann bekommst du ihn und wir kochen bei dir. Wir wechseln uns ab. Ja, das machen wir.
frohes Winterschlaffest, Finny. Das wünsche ich dir auch. Lass dich feiern, du hast es verdient. Und ich muss jetzt los. Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Oh, nicht mit der Kaffeestand hat offen. Oh, Schnee. Sehr großartig. Es schneit. Hey, Porcupine. Ihr alle. Frohes Winterschlaffest. Das ist großartig. Dieses Spiel ist einfach fantastisch. Das Winterschlaffest war auch gerade einfach toll. Das ist ja wirklich ein fantastisches Spiel. Nee, zurückfahren wollen wir jetzt nicht. Na, wollen schon, aber wir müssen leider auf Arbeit. Wie viel Winterschlaffest hast du schon gefeiert? 168. Was wirklich? Aber das Krankenhaus ist doch noch gar nicht so alt. Das stimmt wohl, aber ich stand nicht immer hier. Das wusste ich gar nicht. Ich wurde vor langer Zeit hierher getragen. Und ich sehe vielleicht nicht so aus. Aber ich habe kein Winterschlaffest verpasst. Beeindruckend waren Sie heute auch da? Nicht so, wie Sie denken. Wissen Sie, Ninoslav, der Typ auf dem Stadtbrunnen. Ich kann ihn nicht besonders gut leiden. Wir haben uns vor einigen Jahrzehnten zerstritten. Oh, das tut mir leid. Was ist passiert? Ich will Sie nicht mit meinen Leiden belästigen. Aber dieses arrogante Fatzke bildet sich ganz schön was ein. Immer steht er im Mittelpunkt des Festes. Oh, seht mich an, mein heißes Wasser speist in Eintopfwettbewerb. Nur wegen mir schmeckt die so gut und schenken sie den Leuten Wärme. Und dann wird er auch noch jedes Jahr so reich geschmückt. Unfair ist das. Sind sie etwa neidisch? Ich auf keinen Fall. Nicht auf diesen Schnösel und nicht auf seinen schönen Schmuck. Tut mir leid, ich schweife ab. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Wollen Sie noch einen Tipp fürs nächste Jahr? Ja, gerne. Besorgen Sie sich eine Kapuze. Die schützt vor dem ersten Schnee. Und es fällt nicht so auf, wenn Sie die Nacht durchfeiern. Na, leider muss man arbeiten. Die Pfütze ist auch noch da. Die wird wohl zufrieren. Am allerersten Winterschlaffest haben sich die Leute aus Burgwald versammelt. Sie haben gefeiert und gefuttert. Trotzdem blieb am Ende ein Haufen Süßigkeiten übrig. Gemeinsam entschieden sie, die übrigen Süßigkeiten in einen Schrank aufzubewahren. Das war der Tag, an dem du geboren wurdest, Snackautomat. Ja, so muss es gewesen sein. Keine Lust aufs Winterschlaffest? Doch, sicher. Aber ich muss ja den Laden hier am Laufen halten. Ich gehe aber gleich runter. Und dann wird losgefeiert. Dieses ganze Vorgeplänkel mit den Eintöpfen und so ist mir zu lahm. Ich habe gehört, dass man beim Weinstand eine Flasche Kümmelwein gewinnen kann. Die werde ich mir krallen. Ich habe gehört, er soll köstlich sein. Es gibt nur eine Flasche davon. Da habe ich leider schlechte Nachrichten für Sie. Was denn? Wurde die Flasche schon gewonnen? Also, ich habe sie gewonnen. Tut mir leid. Ich brauchte die Flasche, damit mir den Eintopfwettbewerb gewinnen konnte. Hat sie einen Weintopf gemacht? Nein, ich musste sie gegen eine besondere Zutat eintauschen.
So. Und wer hat sie dann gewonnen? Ja, der Eintopf war unglaublich lecker. Nun gut, immerhin hast du ihr damit geholfen. Du hast ihm ein großes Herz. Und ich aber gleich da runtergehe und alle restlichen Getränke leer sind, da drehe ich dir den Hals um. Jetzt ab mit dir zu deiner Schicht. Dr. Golkowski wartet. Ihr habt heute gemeinsam Nachtschicht. Na toll. Ausgerechnet beim Winterschlaffest. Thank you.